So, Freunde, ich habe eine neue Demo für euch. The Crust. Eine Wirtschaftssimulation, bei der ihr den Mond besiedelt. Hat auch ein bisschen Automatisierungsaspekte und irgendwie auch ein bisschen was mit Survival zu tun. Also eigentlich so ziemlich alles, was ich hier gerne mache. Mal schauen, wie lange uns die Demo beschäftigt. Also dann fangen wir an. Der Undertaker. The Crust. Hello and welcome to the Crust Demo. The Crust Demo? Egal. The game is under active development. Also aktive Entwicklung. Solltet ihr Bugs finden, Crashes oder sonst was, dann gebt uns Bescheid. Blablabla. 4 Jahre Entwicklung. Eine kurze Version des Spiels. Eine solide Grundlage, um neue Ideen zu skalieren und implementieren. Okay. Ich bin gespannt. Wir starten natürlich mit einem neuen Spiel. Choose Game Mode. Start the game. Und back. Die Auswahlmöglichkeiten sind phänomenal. WASD ist Camera Movement, QE und mittlerer Mausbutton ist Camera Rotation. Dann erspart mir das schon in irgendeinem Tutorial. Oh, Intro. Oh mein Gott, ist der Text klein. Ich hab gar nicht geklickt. Ich schwör. Boah, das Gelaber geht mir doch jetzt auf die Nerven, ey. Das ist unfassbar. Bla, 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 bla. Also, ich bekomme so ein bisschen Command & Conquer-Vibes. Ich kann mir nicht helfen. Schon allein die Perspektive und Art und Weise. Ich weiß auch nicht, was diese Spiele immer mit ihrem Weltraumaufzug haben. Was soll das? Es geht nicht. Na gut. Also, wir sollen die Cargo-Pods landen. Hier sind tolle Landungsplätze. Der eine darf hier hin und der nächste darf dahin. Ist das hier nicht irgendwie ein Landeplatz? Egal. Also, wir haben Stromprobleme und wir sind jetzt hier, um die zu lösen, glaube ich. Wir laden die Batterien, um die Nacht zu überstehen. Ja, ja, bla, bla. Also, Construction-Menü. Ach, komm. Elektro. Wir brauchen Solarpanels und dürfen sie ziemlich genau hier hinstellen. Danke, danke, dass es sehr zuvorkommt, dass du uns ganz genau sagst, wo ich das Zeug hinstellen soll. Das liebe ich an einem Tutorial. Genau hier hin, nicht daneben. Okay, und die werden jetzt gebaut. Solange können wir uns ja mal ein bisschen auf der Oberfläche umschauen. Wir haben hier wahrscheinlich Geld, keine Ahnung, Strom. Wir generieren 1624 und brauchen 500 irgendwas. Das ist okay. Die Batterien werden dadurch geladen. Wir haben Wasser, Sauerstoff, nicht in der Demo. Das sind, glaube ich, Drohnen, Kolonisten, Communication Channels, Global Reputation, also auch einen Ruf zu verlieren und wahrscheinlich Forschung. Verschiedene Arten der Forschung, schätze ich mal. Ja, ja, wir haben tatsächlich welche. Jaha, entspannt euch. Also, dann bauen wir noch Batterien. Kann man die rotaten? Oh, dass sie wenigstens alle gleich stehen. Und eine Ladestation. Gut. Wir können natürlich auch beschleunigen auf bis zu 4-fach. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Und die Zeit läuft trotzdem gleich schnell. Also die Demo-Zeit. Okay, wire the panels. Selber verkabeln. Ahaha. Das ist cool. Ich kann maximal 2 Verbindungen machen. Hier gehen 3. Also die Batterien sind aneinander geschalten. Der Strom ist aneinander geschalten. Connect the Elevator. Elevator? Wo ist der Elevator? Wo ist der Elevator? Das ist doch bestimmt der Elevator. Nee. Okay, wo ist der Elevator? Das hier der Elevator? Warum sagt er mir nicht, welche Gebäude was sind? Das ist nicht gut. Aber ich muss bestimmt noch... Das hier ist der Elevator. Nö, egal. Das hier braucht bestimmt auch noch Strom. Das ist nämlich offline, genau. Dann verkabeln wir. Wiren. Natürlich. Ich darf Strompfosten setzen. Ist das schön. Okay. Dann, ja. Not enough power. Wir arbeiten dran. Es wird an der Verkabelung gearbeitet. Laden die Batterien jetzt. Ja. Status Charging. So, wir haben jetzt, was sagt jetzt der Strom? Eine Produktion von 12.280 und einen maximalen Konsum von 600. So, jetzt muss ich nur noch den Elevator finden. Ah, guck mal, da ist der Elevator. Jetzt zeigt es mir auch an, was die Gebäude sind oder was. Nö, nur bei manchen. Nur bei denen, die gerade relevant sind oder? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist egal. Elevation. Objective achieved. So, switch to the underground level. Jetzt bin ich im Keller. Und was mache ich hier? Eine Drohne. Ein Drohnen-Rekonfigurationsmodul. Alles klar. Ich weiß nicht, wie rum das stehen soll, dass es anständig aussieht. Egal. Geschwindigkeiten mit 2 und 3. Natürlich. Erinnert mich jetzt ein bisschen an ein SteamWorld-Bild. So ein bisschen Overground und Underground. Fand ich ja damals schon eine schöne Idee. Allerdings ganz niedlich. Da habe ich auch eine Demo zugespielt. Müsst ihr euch mal angucken. So, damit werden die Drohnen umkonfiguriert. Ja klar, die brauchen jetzt auch Strom. The Wire. Bla 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 bla. Director. Mit diesem Rekonfigurator kann ich bis zu 5 Arbeitsdrohnen zu Bohrdrohnen machen. Und ich soll 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Und die gehen dann da rein und auf der anderen Seite raus. Nee, auf der gleichen Seite raus. Cool. Excavate. 50 Regolith Health. Okay. Ja, ja. Ja, es ist
Es ist sehr wie SteamWorld-Bild. Ja, jetzt... Das Gelaber, Junge. Es nervt mich ja jetzt schon. Also, wir bauen jetzt einfach mal hier ein bisschen rundherum ab, um ein bisschen Platz zu schaffen. Und dann let's go. Also, das hier ist das Abbau-Tool. Hier haben wir das Wires and Pipe-Tool. Dann haben wir das Dismantle-Tool. Nein, das lassen wir. Conveyor Belts. Natürlich. Fließbänder brauchen wir später auch. Räume und Module. Gut. Vier Drohnen haben nichts zu tun. Jetzt gucken wir mal nach oben. Was haben wir hier? Nichts. Ah, es sieht schon ganz gut aus. Fühlt sich auch ganz gut an. Vom Überblick her gefällt es mir sehr gut, weil man halt frei sich bewegen kann. Also ich mag ja Automatisierungsspiele, wo man einen gewissen Überblick hat. Deswegen ist Satisfactory so ein ganz großes rotes Tuch für mich gewesen damals, weil ich irgendwann einfach mein Zeug nicht mehr gefunden habe. Was ist denn jetzt los? Okay, explodiert jetzt der Mond oder was? Heilige was? Bruder! Jetzt ist alles am Arsch. Okay. Das war jetzt wohl die dunkle Seite des Mondes, die... Was passiert hier? Warum habe ich jetzt ein Ladescreen? Ja, sieht nicht mehr ganz so gut aus hier. Das ist doch eindeutig... Ja, das ist mein Stückchen Fabrik, das ich gerade gebastelt habe. Das ist sehr schade. Was ist passiert? Sind die Transformers gekommen und haben sich gewehrt? Ja, ja. Ich read you. Okay, es gibt keine Überlebenden. Cool, cool. Ist einfach alles weg. Hier, siehst du? Von der dunklen Seite des Mondes. Bla, 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 bla. Die Explosionsursache war weit weg und wir wissen nicht, warum oder woher. Oh mein Gott. Kann ich nur recyceln? Kann ich die recyceln? Nee, kann ich noch nicht. Cool, cool, cool. Also, ich kann nichts recyceln, aber ich kann dismanteln. Nee, ich baue jetzt einfach. Wir machen jetzt wieder Strom. Ganz von vorne. Wir versuchen jetzt, das Ganze so hübsch aufzubauen wie bisher. Nö. Also, kleine Solarpaneele. Wie viel Materialien habe ich denn noch? Nicht, dass ich jetzt hier total übertreibe und dann direkt verliere oder so. Dann bauen wir natürlich wieder eine Charging Station. Dann wiren wir das. Ja, ja, ich weiß, dass ich die Geschwindigkeit ändern kann. So, dann bauen wir noch ein paar Batterien, weil Strom ist auch sehr wichtig zu speichern, habe ich gehört. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich keinen Mist mache hier. Mistmach-Sache und so. So, ich muss 4 Batterien bauen. Okay, danke, dass du mir das so genau vorgibst. Danke. Aber wir schaffen das. Wir können das schaffen. So, und dann kriegt der Aufzug nämlich wieder Strom. Also es gibt offensichtlich auch eine kleine Story in dem Spiel. Das ist neu. So, not enough power. Ah, Moment mal. Oh, oh, ein offizielles Statement. Bla, bla, bla. Asteroiden-Impact. Aber ich dachte, wir wissen nicht, wo es herkommt. Wir erzählen jetzt irgendwas. Propaganda. Alles ist in Ordnung. Charging Station. Habe ich. Muss ich das hier noch verweiern? Ja, ist möglich. Aber dass wir ihn nicht bemerkt haben, ist unwahrscheinlich. Irgendwas wird da verschleiert. Okay, Unlock Pressing Module. Research. 0,6 Tage. Also wir haben natürlich auch einen Forschungsbaum. Die Demo hört relativ spät auf. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Da gibt es ja unfassbar viel. Ah, okay. Es ist auch in 3 Gruppen. Fundamental. Landeplattform. Automatische Reparatur. Minergeschwindigkeit. Solarpanels. Das sollte man vielleicht dann auch bei Gelegenheit mal machen. Schmelze und so weiter und so fort. Was gibt's hier noch? Living Rooms. Eisschmelze, dass sie Wasser kriegen und so. Aber es ist ja momentan nicht so wichtig, weil es hat ja keiner überlebt. Okay, habe ich gemacht. Bilden. Build a Pressing Module. Mining. Production, oder? Nein. Oh, es ist noch nicht fertig. Ist noch nicht erforscht. Entschuldigung, mein Fehler. Doch. Ah, was? Halt, stopp. Hä? Warte mal. Hier ist Pressing Module. Ich habe zu wenig Strom übrig. Kann ich es deswegen nicht bauen? Echt? Denkt das Spiel so weit mit? Ist ja crazy. Da müssen wir wohl ein bisschen mehr Strom herstellen hier. Oh, mit Shift kann ich duplicaten. Ah, guck mal, jetzt geht es viel schneller. Manchmal muss man einfach auch mal die Steuerungen anschauen, ne? Das war nichts. Entschuldigung. Kann ich diesen Mast bitte abbrechen? Nein, doch nicht die Batterie. Habe ich wieder gut hingekriegt. So, dann müsste ich doch jetzt Strom übrig haben. Ich kann es nicht bauen. Warum nicht? Ah, das kann man im Untergrund bauen. Auch da hätte ich ja gar keinen Strom gebraucht. Sowas Dummes aber auch. Also, Production. Pressing Module. Okay, also, es hat einen Eingang und einen Ausgang. Das ist sehr wichtig. Und es braucht bestimmt auch Strom, oder? Na klar. Wenn ich so weiterbaue, dann weiß ich jetzt schon, dass es ein Riesenchaos mit der Verkabelung wird. Aber für die Demo wird es reichen, denke ich. So, dann muss man hier wieder ein bisschen was sagen, dass man minen soll, ne? So ein bisschen Platz schaffen und so. Sind es unterschiedliche Materialien, die unterschiedlichen Farben? Oder was will mir das sagen? Oder sind das jetzt nur unterschiedliche Phasen? Wenn ich das jetzt am Stück mache? Okay, es sind tatsächlich irgendwie unterschiedliche Phasen oder was gewesen. Interessant. Lassen wir jetzt mal so machen. Ne? So, was brauche ich hier? Nix. Alles gut. Ich habe keine Miner. So,
Jetzt habe ich 4 Miner. Let's go. Storage. Logistics. Bestimmt Logistics. Landing Plattform. Bla bla. Nein. Storages. Bulk Resource Storage. Oh mein Gott. Schön, dass ich das rotaten kann und das einfach von allseits gleich aussieht. Naja. So, wir machen das jetzt einfach mal so. Dann sollen die das da storagen. Storagen. So, ich muss irgendwas Geologisches tun. Researchen. Smelting. Ore Detector. Genau. Den Erzdetektor. Finde ich eigentlich schon ganz gut. Und das... Die Ruinen lasse ich stehen, bis ich tatsächlich recyceln kann. Warte mal. Kann ich doch bestimmt hier irgendwie erforschen. Das ist doch dann bestimmt auch so ein Recycling-Modul. Symbol, oder? Expedition Control, Repeater. Oh, Fließbandaufzug. Da. Das heißt, wenn ich Robot Mining Speed erhöhe, dann kann ich danach... Ich muss aufpassen, weil ich habe diese Forschungen noch nicht. Was kostet das eigentlich, Forschung? Ah, ich habe nur die gelbe Forschung. Okay, dann schauen wir doch mal. Wir werden nachher bestimmt noch das diverse Forschungsstationen bauen müssen. Spannendes Spiel. Build an Ore Detector. Mining, Production, Electricity, Storages, Logistik, Research, Life Support. Wie sieht denn der Ore Detector aus? Kann ich bitte nochmal ein Bild sehen? Kann ich bestimmt auch wieder nur unten bauen, oder? Mining. Ja, war klar. Kann ich nur unten bauen. Also ein Erzdetektor, der braucht bestimmt auch Strom. Alles braucht Strom. Was ist hier los? Fehlt hier Storage? Fehlt hier Zeugs? Ich habe nicht mehr so viel Stahl, aber vielleicht wird es ja. Keine Ahnung. Wo kriege ich Stahl her? Sagt mir wahrscheinlich dann der Erzdetektor, oder? Okay, da ist alles Stahl außer Stahl. Dafür liegt hier jetzt Stahl rum. Wenn ich das abreiß, dann habe ich den Stahl wieder übrig. Dann ist gut. Weil der Erzdetektor ist vielleicht wichtiger als ein Storage. So, dann können wir aber danach trotzdem den Storage wieder hinstopfen. Aber sollen sie erstmal hier den Erzdetektor bauen? So, Select the Ore Detector und scan around it. Also ich brauche eine Eisenvene und ich baue jetzt einfach einen ganz billigen stumpfen Storage. So wie in jedem anderen Spiel auch. Ein Stück Boden, wo du das Zeug raufschmeißt. Richtig gut. So, wir aktivieren den Scanner und suchen eine Eisenvene. SI ist kein Eisen. So, was haben wir hier? Da ist Eisen. Okay. Kann ich jetzt nicht mehr reinscrollen oder was? Also, ich muss denen jetzt erstmal sagen, dass sie in diese Richtung hier graben sollen. Zum Eisen, weil das brauche ich. Dann brauche ich einen Schmelzofen. Smelting Ofen. 3 Tage. Naja, so lange könnt ihr hier ja gemütlich abbauen. Dann machen wir aber ein bisschen schneller, weil sonst dauert das alles so lange hier. Ich finde es ganz cool, dass man am Anfang schon diese Drohnen hat und nicht irgendwie das Zeug hin und her tragen muss. Dass du mal keine Person bist, die immer das Zeug rumträgt. Das ist echt viel wert. Research complete. Gut, dann bauen wir jetzt einen Schmelzofen. Den können wir doch dann prinzipiell hier reinstopfen, oder? Der ist ja dann in der Nähe vom Eisen. Richtig? Gibt es eigentlich Shortcuts für diese Wires? So, erstmal ein absolut schiefes und hässliches Stromnetz bauen. Da stehe ich drauf. So, dass jeder, der mir zuguckt, die Krise bekommt, ja? Dass jeder innere Monk stirbt. So, dann baut mal den Schmelzofen. Und da ist er auch schon. So, und da machen wir Stahl natürlich. Aluminium, Titan, Stahl. Ja, ja, ja. Ich muss ja erstmal hinkommen an diese Eisenoxid-Dingens, ne? Wie sieht's eigentlich mit dem Strom aus? Nicht gut. Nicht gut, weil Nacht oder... Nicht gut, weil prinzipiell. Nicht gut, weil prinzipiell. Ich brauche mehr Strom. Ich glaube, ich muss noch ein paar Sonarpaneele bauen, genau. Warum nicht? Warum kann ich hier nicht... Warum? Okay, neu verkabeln. Kann ich Kabel nicht auch irgendwie abreißen? Wires dismantle. So, dann wiren wir mal von hier und von hier nach hier, von hier nach hier, genau. Jetzt hatte ich kurz... Nein! Nein! Und dann müssen wir das Ganze natürlich auch wieder komplett anschließen. So, dann könnte ich doch jetzt bei Sonnenaufgang wieder ein bisschen Dingens bekommen. Strom. So, seid ihr schon beim Eisen? Sehr schön. Und da kann ich jetzt ein paar Drohnen hinzufügen. Ja, mach mal 3. Komm, 3 von 5, weil Eisen ist wichtig, habe ich gehört. Der Rest kann ja noch rundherum abbauen. Das ist ja nicht schlimm, ne? Die können ja weitermachen und aufräumen vor allem. Guck mal, da liegt alles rum. Okay. Also, wir bauen einen Extraktor. Underground Extractor. 5 Tage. Es geht schon ein bisschen in Richtung von jedem Fabrikspiel. Erst machst du es selber oder irgendwelche Drohnen. Danach baust du dann einen Extraktor. Und dann kommen wahrscheinlich noch Fließbänder. Das gucken wir uns auf jeden Fall alles noch an. Also warten wir auf die abgeschlossene Forschung. Danach kommen bestimmt Fließbänder. So, was sagt Le Strom? Le Strom sagt, oh oh, reicht für 23 Tage. Na dann, ich habe 2 verschiedene Power Grids. Nee, habe ich nicht. Oder? Nee, ist doch alles verbunden, oder? Egal, ich finde es echt, also vom Aufbau her finde ich es super. Es ist irgendwie übersichtlich. Ich meine, das vergeht mit der Zeit dann. So wie bei jedem. Aber es funktioniert so, wie es soll, ne? Es ist tatsächlich so ein bisschen wie Steam World Build, nur in, ich sag mal, ernst zu nehmen. Weil Steam World Build ist ja doch sehr niedlich, vorsichtig gesagt. So, wir bauen einen Extraktor. Alles klar.
Sei ruhig riesig. Sei ruhig riesig. Okay. Oh, hoppla. Aus Versehen über Grund gegangen. So, dann baut mal den Extraktor. Und dann können die Miner nämlich auch aufhören, da zu minen. Wie sieht's denn aus? Also, ich habe Smart Concrete, also Zement, Stahl habe ich ein bisschen. Silikon habe ich nicht mehr so ganz viel. Titan und Aluminium habe ich gar nichts. Titanplatten habe ich noch 10. Komponenten und Mikroschaltkreise. Naja. Dann Regolith. Was denn? Director, mein Name ist Clyde Draper und ich repräsentiere die Interessen von Trusts. Wir wissen, dass du auf dem Mond bist und okay. Und dass du versuchst, deine Firma und dein Equipment zu behalten. Vielleicht können wir uns da helfen. Deine erste Aufgabe ist es, den Repeater zu examinen. Bla 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 bla. Wie auch immer. Juhu! Neues Spielzeug! Also wir müssen einen Rover landen. Oh nein, das Spiel sagt mir gar nicht wo. Ich bin quasi frei. Hallo, hallo, hallo. Entspannt euch mal. Hier passiert alles auf einmal. Ja, bla bla. Es ist sehr viel Text. Es ist sehr, sehr viel Text. Select the rover und send it off base. Leave the base. Ja? Schau. Okay. Connecte den Extraktor. Frage. Große Frage. Wo ist der Extraktor? Hier. Also irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Ach, was ist denn jetzt schon? Bin ich jetzt zu weit rausgezoomt? Oder was? Was war denn das jetzt? Repeater? Achso, ich soll... Ja, genau. Ich soll den Repeater soll ich expeditionieren. Let's go. Ja, geh doch. Also gut. Wir haben Expeditionen. Habe ich verstanden? Bla, 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 bla. Ich möchte jetzt gerne wieder zurück in mein anderes Menü. Nein, nein. Ah, so. Der Extraktor ist noch nicht angeschlossen. Ist klar. So, ist doch wieder schief. Egal, das ficht uns nicht an. Also, was sagt der Strom? Wir machen 96. Wir brauchen maximal 33. Das ist okay. Dann können wir eine Menge einspeichern. Ich muss jetzt aufpassen, weil sonst geht mir, glaube ich, Silikon aus. Silikon? Ist nicht Silikon, das ist bestimmt Silizium. Egal. So. Macht Strom, macht Sauerstoff. Nee, falsches Spiel. Okay. Ja, bla, 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 bla. Also, Regolith Refinery. Oh, Conveyor Belts. Regolith Refinery. Woher kriege ich eigentlich diese gelben Forschungsdinger? Ah, durch das Company Science Department auf der Erde. Das ist schön. Und so lange können wir eigentlich nichts tun, ne? Wir könnten uns den Mond anschauen. Was macht die Expedition? Was geht? Aber diese Musik auch, dieser Sound, das hört sich mal richtig gut an. Als wärst du mitten in einem Actionfilm. Als würde irgendwas passieren. Die Aliens kommen gleich. Da warte ich noch drauf, dass dann irgendwelche Lebensformen kommen, die mir das Leben schwer machen. So, du extrahierst. Brav. Und du machst... Warte mal. Du sollst kein... Oh, habe ich das Ding jetzt falsch gesetzt? Du sollst kein... Kein... Das ist jetzt nicht... Hallo? Doch, 56% Iron. Verstehe ich nicht ganz, weil... Ne? Weil... Oder ist es nur, weil da halt noch das Regolith drauf liegt? Lass mal beschleunigen. Die Forschung dauert eh noch. So, der Repeater wurde sehr zerstört. Bla, bla, bla. Also, ich bekomme jetzt einen Bonus, dadurch, dass ich die Expedition gemacht habe. 60 blau für 90 Tage, 60 gelb und 60 grün für 90 Tage. Ja, damit kommst du dann voran. Aber dass der hier jetzt kein Eisen abbaut, sondern Renolith, das ärgert mich. Boah, dieses Gelaber, Leute. Oh, was haben wir hier? Not enough resources to repair. Wo sind wir denn jetzt? Am anderen Ende von meiner Basis. Dafür brauche ich Komponenten und Stahl. Ganz viel Stahl. Also richtig viel Stahl. Komponenten habe ich. Stahl eher nicht. Aber vielleicht muss ich dem sagen, was er produzieren soll? Nee, ne? Eigentlich ja nicht, oder? Aber das ist echt schade, dass der jetzt kein Eisen macht. Vielleicht reiße ich das Ding ab und baue neu. Ja, mach kaputt. Los. Wird es jetzt abgebaut? Sehr schön. Wir probieren es nochmal. Wir lernen das alles noch. Also, der Extraktor. Aber der macht... Das ist doch schon richtig so, oder? Wäre schon richtig gewesen, oder? Naja, bauen wir das Ding halt wieder hin, ne? Oh. Ich muss Dinge reparieren. Und was noch? Ach ja, komm, der Cargo-Truck. 45 Stahl, das kann ich ja vergessen. Wie soll ich denn da rankommen? Das Ding macht ja nicht, was es soll. Aber warum? Warum macht der... Ach, jetzt habe ich es kapiert. Ach, bin ich doof. Das habe ich doch gerade erforscht. Diese Renolith-Raffinerie. Hier. Also, Renolith-Raffinerie. Da geht eins rein und alles raus. Ach, du Schande. Das wird ja... Super lustig. Das wird ein... Oh Mann, nein. Es wird jetzt schon gruselig. Also, wir geben jetzt einfach mal hier Gas. Dann verkabeln wir den Spaß noch. So. Das haben wir jetzt hoffentlich in einer Linie. Weil das hier macht ja aus Eisenoxid nachher Stahl. So, was kann ich jetzt researchen? Kann ich jetzt... Habe ich dafür genug? Nicht mal ansatzweise. Nicht mal knapp. Aber die Musik ist echt gut. Die gefällt mir. Das könnte ein Soundtrack werden, den ich tatsächlich auch mal so höre. So richtig entspannend irgendwie. Na, jetzt bau doch mal das Ding hier. Was los? Na, danke. So, muss ich dem jetzt sagen, was ich tun soll? Choose Production. Iron Oxide. Dafür brauche ich Slag. Regolith und Slag. Okay, unlock the conveyor belt. Na, mach mal. Oh, warte mal. Das ist die Produktion pro Tag. Und deswegen dauert es 8 Tage. Ai.
Jetzt? Also, das dauert prinzipiell so lange, wie du halt brauchst, um die Forschung zu haben. Das ist cool, irgendwie. So, das hier macht Eisenoxid und das hier macht aus Eisenoxid Stahl. Voll gut. Oh, die Mining-Drones haben gar nichts zu tun. Das ist natürlich schade. Dann guck doch mal hier noch ein bisschen in der Gegend rum, was hier noch so gibt. Bisschen Platz schaffen. Let's go. Oder ich mache vielleicht auch mal ein paar weniger. Oder wie viele Drohnen habe ich denn überhaupt? Ich habe 8 Stück. Mach mal halbe. Wobei, jetzt muss, glaube ich, viel transportiert werden. Dann machen wir einen Miner weniger. Ein Miner. Ist Miner das deutsche Wort für Miner? Diese Frage habe ich in ungefähr jedem Spiel schon gestellt. Also, dann lassen wir hier mal ein bisschen laufen. Wie viel Stahl brauchen wir jetzt, um diesen Cargo-Truck zu reparieren? 45. Das machen wir noch. Und bis dahin habe ich ja vielleicht auch Fließbänder erforscht. Es kann ja nur noch, dauert ja nur noch 2 Tage. Und ich bin in 4-facher Geschwindigkeit. Das heißt, geht ja schnell. Research complete. Conveyor Belt. Logistik. Nein? Okay. Wires and Pipes. Nein? Okay. Storages? Nein. Wo sind denn jetzt die Fließbänder? Muss ich das jetzt einfach so verbinden? Nee, wie mache ich denn das jetzt? Kinders. Ach da, Conveyor Belt. Hab ich doch vorher schon mal gesehen. So, und das muss da rein. Oh, Build All. Bla 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 bla. Ist das gut? Ist das schön? Jetzt läuft's hier. Okay. Die Miner sind ein bisschen am Ausrasten. Also, wir machen jetzt 45 Stahl und reparieren dann diesen Cargo-Truck. Der Rover hat nichts zu tun. Na, ist egal. Beschleunigen. Ah, unsere erste Automatisierung. Ist das nicht schön? Wo kommt eigentlich die Schlacke her? Ernsthaft? Wo kommt Slack her? Wo kommt Slack her? Bauen die das ab, wenn die Steine abbauen? Ist das... Was ist das? Nee, das ist Director. Our data indicates that resource supply lines from nearly bla 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 bla. Okay. Also die Erde geht den Bach runter, weil der Mond explodiert ist. Oder auf dem Mond explodiert ist. Na gut. Deswegen müssen wir jetzt wohl den Mond kolonisieren, um ein paar Leute zu retten oder so. Ich find's gut, dass da eine Story mit drin ist. Dann hat man nicht nur irgendwie abbauen ohne Sinn und Verstand. Das finde ich echt okay. Mining Speed. Ja, lass mal den Mining Speed erforschen. Dauert 22 Tage. Nee, lass stecken. Brudi, lass stecken. Multi-Regulit-Refinerie. Ja, ich glaube, Extraktor-Kapazität erhöhen. Oder hier Dingens. Geschwindigkeit ist immer gut. 37, 38 Stahl. 44, 45 Stahl. Geschwindigkeit auf 1. Wo ist der Truck? Ich finde den nicht. Da, ich war nah dran. Repair. Geschwindigkeit. Yum, 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 yum. So, das machen wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal, was das Spiel uns dann als nächstes vor die Füße schmeißt. Okay. Bla, bla, bla. Dieses Gelaber. Es ist mir zu viel. Okay. Ich soll eine Landungsplattform bauen. Habe ich gesehen. Das ist schön, dass es grün hervorgehoben ist, was du machen musst. Alles andere ist... Das ist ja gut, dass ich gerade eine andere Forschung gestartet habe. Aber ist ja jetzt erstmal wurscht. Wir reparieren jetzt diesen Truck. Den Truck. Und dann sehen wir weiter. So. Los, Karherr des Zeug. Boah, meine Akkus sind voll. Oh, und was braucht jetzt noch Reparatur? Ach, nein! Ausgerechnet der Schmelzer. Und natürlich das hier. So, wo ist jetzt der Cargo-Truck? Oh, jetzt finde ich den nicht mehr. Ah, da wollte ich hinfahren. Wo ist jetzt der letzte Stahl? Repair. Okay. Ah, und jetzt muss ich den Truck außer Landes schicken, um die Ressourcen einzusammeln, die wir am Repeater gefunden haben. Aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Deswegen würde ich sagen, wir haben uns schon den ersten Eindruck verschafft. Wir wissen, wie Automatisierung funktioniert. Wir haben eine Story dahinter. Und alles in allem macht das Spiel einen ganz guten Eindruck. Das ganze Gelaber von denen nervt mich ein bisschen. Vielleicht ein bisschen arg viel Text, aber wir wollen mal nicht so sein. Also ich finde, The Crust ist durchaus ein Spiel, das ich auf meiner Wunschliste setzen werde. Und gegebenenfalls gibt es hier dann noch ein bisschen mehr dazu zu sehen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Spaß an Automatisierungs- und Fabrikspielen habt, dann schaut da drüben rein. Steam World Build, nettes kleines Spiel. Ähnliches Konzept wie das hier, aber mehr auf niedlich. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Sagt danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.